gesagt, Kinder machen ihre Eltern vor Glück wahnsinnig. Ihr sagt, dass ihr so viel von uns Kindern lernt. Und ihr sagt, es gibt immer nur den richtigen Zeitpunkt, uns zu bekommen. Puh, glaubt ihr es wirklich? Könnt ihr mir bitte Eltern zeigen, die wahnsinnig sind vor Glück? Wart ihr als Kinder glücklich? Habt ihr schon vergessen, wie euch eure Eltern behandelt haben? Stellt euch mal vor, eure Kampagne hätte Erfolg und die Leute würden gleich nach dem Film Kinder machen. Werden diese Eltern später nicht enttäuscht sein? Und wie wird es dann deren Kindern gehen? Wenn wir das Schönste sind im Leben, warum muss man dann für uns Werbung machen? Früher hieß es, ein Kind für den Führer. Heute klingt es wie zwei Kinder für die Rentner. Und gerne noch eins zum Einkurbeln der Wirtschaft. Wenn ihr wirklich was für uns Kinder machen wollt, tilgt doch endlich die Staatsschulden. Sonst müssen wir die nämlich abtragen oder zerreißt den Generationenvertrag, den sowieso keiner von uns unterschrieben hat. Werdet doch erstmal selber erwachsen. Nur weil ihr nicht auf das Gute in manchen vertraut, habt ihr nämlich eine ganz üble Moral entwickelt. Genau wie Robin Hood. Ihr glaubt, man dürfe etwas stehlen, wenn man es nachher anderen gibt. Das ist das Prinzip auf dem euer Wohlfahrtsstaat beruht. Das weiß ja jedes Kind, dass das falsch ist. Ihr glaubt immer, der Zweck heiligt die Mittel. Und deshalb glaubt ihr auch, man dürfe Kinder zu ihrem Glück zwingen. In eurer Demokratie ist ja fast alles erlaubt, wenn die Mehrheit es gut findet. Pech für die Minderheit und die ohne Wahlrecht, also uns. Und mit so einer kranken Moral glaubt ihr es recht zu haben, uns ständig belehren zu dürfen, zu bevormunden und sogar zu erziehen. Ihr sagt, du hast erst den Kindergarten, dann die Schule und mit 15 hast du uns. Das wundert euch. Lasst euch doch mal 10 Jahre einsperren mit Büchern und Sachen, die euch nicht interessieren. Ihr sagt dann, es ist zu unserem Besten. Der Zweck heiligt die Mittel. Kennen wir schon. Dabei wollt ihr nur mit wohlerzogenen, gebildeten und erfolgreichen Kindern vor euren Freunden glänzen. Bucht doch mal wieder eine Sitzung bei euren Therapeuten. Ich bin nicht Deutschland. Ich bin der Josch, unerzogen und bald 4.